AS Electronica Home Delivery. Sie können nicht zu uns kommen, deswegen kommen wir zu Ihnen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Michaela und für diese Live-Übertragung aus dem Deep Space des AS Electronica Centers möchte ich Sie nun auf eine kleine Weltreise mitnehmen. Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen zu Hause diesen Raum schon kennen mit den 2 16x9 Meter Projektionsflächen und den wirklich ganz, ganz wunderbaren Möglichkeiten, die wir hier im Deep Space haben. Und als erstes möchte ich Sie auf eine Reise nach China mitnehmen. Der fliegende Teppich bringt uns nun direkt in die Provinz Sichuan, genauer gesagt in die Stadt Chengdu. Und dort befindet sich ein Panda Research Center. Das heißt, unsere Reise nach China ist auch eine kleine Zeitreise, nämlich vor Corona-Zeiten. Und mit diesem Video möchte ich Ihnen etwas ganz Besonderes zeigen. Eine großartige Möglichkeit, nämlich eine ganz besondere Technologie, die wir hier im Deep Space auch präsentieren können, sind 360-Grad-Videos. Und das Video, das Sie nun bei mir im Hintergrund schon sehen, das ist so ein 360-Grad-Video. Ich kann es bedienen mit einem Xbox-Controller und das möchte ich hier kurz herzeigen. 360 Grad bedeutet nun, wie im richtigen Leben können wir uns hier herumdrehen. Wir können uns in dieser Panoramaaufnahme wirklich aussuchen, wo wir hinschauen. Und Chengdu ist wirklich eine wunderschöne Stadt mit einer langen Tradition. Wir werfen hier auf einen Blick nun auf Festlichkeiten am Fluss. Übrigens, Einwohnerzahl von Chengdu ist in etwa so groß wie Österreich, über 8 Millionen alleine in dieser Stadt. Gut, und 360-Grad-Videos sind natürlich eine ganz tolle Technologie, die sicherlich auch durch die VR-Brillen vorwärts getrieben wurde. Sie kennen diese VR-Headsets, man setzt sie auf, man hat einen Rundumblick, man kann schauen, in welche Richtung man möchte und hat immer den richtigen Blickwinkel. Und hier nun auf eine ganz normale Projektionsfläche projiziert, heißt es nicht, dass ich meinen Kopf bewege, sondern ich bewege das Bild mit Hilfe des Xbox-Controllers. Und dieses Video hier wurde zum ersten Mal präsentiert während des Festival Ars Electronica 2019. Und zwar bei Präsentationen von Immersify. Immersify ist ein EU-gestütztes Forschungs- und Entwicklungskonsortium. 5 verschiedene Partner aus ganz Europa machen damit und sie forschen im Bereich von hochauflösenden Videos, von Möglichkeiten der Immersion, dieses Eintauchens in Videoinhalte. Und ein maßgeblicher Partner in diesem Immersify-Konsortium ist eben unser AS Electronica Future Lab und deswegen auch dieses Video hier im Deep Space, das uns hier von einer deutschen Firma zur Verfügung gestellt wurde, gedreht wurde hier nämlich mit der Arri Omnicam, eine völlige Neuentwicklung im Bereich der 360-Grad- Videotechnologie, eine Kamera, die nicht nur aus einer Kamera besteht, sondern aus mindestens 10 Kameras, die wie ein Ring angeordnet sind und somit wirklich in 10 verschiedene Richtungen Videos aufnehmen. Und das Tolle an diesen Videos ist, man merkt hier gar nicht, dass 10 verschiedene Bilder aneinander gestückelt wurden. Wir haben ein völlig verzerrungsfreies Bild, ein 360-Grad-Panorama und wie im richtigen Leben ist eigentlich die große Herausforderung nun auch für Filmemacher, für Menschen, die im Videobereich tätig sind, wo befindet sich eigentlich der Handlungsstrang? Wo möchte ich die Blicke eigentlich hinlenken? Gut, nach dieser kleinen Reise nach China, nun eine Reise, die uns in die Welt des Sports führt und dazu reisen wir nach England. Ich muss gestehen, ich persönlich schaue sehr gerne Fußball.
habe jetzt die letzten 2 Monate darunter gelitten, dass es keine Live-Spiele zu sehen gab. Und deswegen möchte ich Sie nun mitnehmen ins Wembley Stadium nach London. Ich gehe aber in den Hintergrund zu unserem Touchscreen hier, denn im Deep Space haben wir die tolle Möglichkeit, hochauflösende Fotos zu präsentieren. Und über diesen Touchscreen nun kann ich in dieses Foto des Wembley Stadiums hineinzoomen. Und jetzt wird es spannend. Denn ich kann zoomen, 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 zoomen. Das Bild bleibt scharf. Es ist mit extrem hoher Auflösung aufgenommen. Aber es gibt Bildfehler. Und somit lässt sich hier auch sehr schön erklären, wie ein hochauflösendes Foto zusammengestellt wird. Das ist nämlich nicht ein Foto mit einem Klick auf einer super mega hochauflösenden Kamera, sondern was wir hier sehen, das sind viele tausend Einzelfotos, die von Jeffrey Martin, einem ganz tollen Fotografen, angefertigt wurden. Er hat hier eine Sondergenehmigung bekommen. Es wurden auch alle Personen im Publikum informiert, dass heute fotografiert wird. Und diese tausende Fotos wurden dann im Nachhinein zusammengesetzt. Und Jeffrey hat hier die Nachbearbeitung ein bisschen salopper gestaltet, denn natürlich, wenn man viele Fotos in einer zeitlichen Abfolge schießt, dann hat sich etwas bewegt im Bild. Und in dem Fall war es der Schiedsrichter. Wir sehen ihn zweimal mit Oberkörper, der Unterkörper fehlt, dafür haben wir die Füße der Fußballer. Welches Spiel war überhaupt zu sehen? Wir befinden uns hier im Jahre 2011. Das FA Cup Finale im Wembley Stadium, immerhin passen dort über 80.000 Personen hinein, zwischen Manchester City und Stoke City. Und man könnte hier stundenlang mit diesem Foto verbringen, denn es ist so spannend, sich das Publikum ein bisschen anzuschauen. Die City-Fans alle in Hellblau. Bei Stoke übrigens hat ja damals auch Marco Arnautovic gespielt, der inzwischen nach China gegangen ist. Also auch mit österreichischer Beteiligung hier dieses Spiel. Und nun suche ich eine ganz bestimmte Person, eine Person. Und das ist gar nicht so einfach. Ich muss mir erst mal umschauen, wo könnte diese Person sein? Und dann frage ins Publikum, erkennt jemand diesen Manchester City-Fan? Samt Sohnemann steht er hier, zeigt den Rücken mit der Nummer 11 und kann es jemand lesen? Es ist einer von den Gallagher-Brüdern, ihres Zeichen, die Stars, die hinter der Band Oasis gestanden sind und Manchester City unterstützt haben. Ja, Gigapixel-Fotografie ist eine ganz tolle Sache. Und im Bereich der Landschaftsfotografie ist es natürlich ganz toll, wenn man sich Landschaften auf diese Art und Weise mit den Augen erwandern kann. Oder eben auch solche Events wie Massenveranstaltungen, Großveranstaltungen. Hier übrigens die Stoke-Fans. Stoke hat verloren, muss ich dazu sagen. Ah, und das Spannende hier ist nämlich auch, wenn man hier mal schaut, 1952, also wir befinden uns in der 20. Minute, es steht 0-0. Wir schauen auf die andere Anzeige, die wahrscheinlich natürlich zu einem anderen Zeitpunkt fotografiert wurde. Etwas später, da befinden wir uns nämlich schon in der 22. Minute. Da kann man sich ausrechnen, eben wie lange es gedauert hat, diese gesamte Menge von der einen bis zur anderen Seite mal abzufotografieren. Gigapixelfotografie ist aber auch im Bereich der Kunst etwas ganz Besonderes. Und da möchte ich nun mit Ihnen nach Linz reisen. Wir besuchen den Linzer Mariendom. Und der Linzer Mariendom ist ja eine wunderschöne neugotische Kirche. Das heißt, es ist keine alte Kathedrale aus dem Mittelalter, sondern der Linzer Mariendom wurde im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert gebaut. Und bemerkenswert im Dom sind eben auch die wunderschönen Glasfenster. Dieses Fenster zum Beispiel ist das berühmte Kaiserfenster. Und hier nun
ein kleiner Einblick in diese wunderschön bemalten, leuchtenden Fenster. Hier sehen wir Kaiser Franz Josef, wie er in Bad Ischl vor so einem Marienmaterl niederkniet. Und die Besonderheit natürlich an dieser Darstellung ist, dass wir den Kaiser nicht in offizieller Kleidung sehen, sondern der Kaiser ist ja in Ischl auf Sommerfrische. Er trägt Lederhosen, Wanderschuhe und Stutzen und der Kaiser zeigt Knie. Etwas ganz, ganz Seltenes in den Darstellungen. Auf diesem Fenster auch zu sehen, sein Vorgänger und sein Nachfolger. Die kaiserliche Familie. Das Fenster ist um 1910 entstanden und wir haben aber eine Person hier auch mit drauf, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gelebt hat. Und hier haben wir die Kaiserin Sissi. Dargestellt als die heilige Elisabeth mit den Rosen. Und wir gehen noch ein Stück weiter hinunter, am Kaiserfenster ganz unten sehen wir die Franz Josef, ein Schiff, das nämlich zur Hochzeit von Franz Josef und Elisabeth von Bayern die Donau nach Wien hinuntergefahren ist und an vielen Orten Halt gemacht hat. Und für damalige Verhältnisse, wir befinden uns hier in den 1850er Jahren, war das natürlich ein unglaubliches Event. Die Menschen sind an das Donauufer geströmt. Sie wollten eben die Braut des Kaisers hier begrüßen. Und das ist eben auch auf diesem Fenster mit dargestellt. Ja, Sie sehen, Gigapixelfotografie ist etwas ganz Besonderes, etwas, was einem Möglichkeiten eröffnet, die man mit normalen Fotos nicht hat. Ja, und mit diesem schönen Anblick des Kaiserfensters aus dem Linzer Mariendom möchte ich mich auch wieder von Ihnen verabschieden. Sag vielen lieben Dank fürs Dabeisein und ich freue mich schon auf die nächste Sendung aus dem Deep Space 8K. Um 12.30 Uhr geht es nämlich weiter mit Programm für Familien. Dankeschön und auf Wiedersehen.